Hallo und willkommen beim nächsten Video. Ich habe ja gesagt, ich will mal so ein bisschen euch die Strecken erklären. Heute geht's los damit. Ja, Streckenerklärungen mache ich, also ich zeige euch eure Runden, aber ich erkläre eigentlich nichts. Und deswegen habe ich mir überlegt, oder ihr habt es auch gefragt, ob ich denn nicht auch mal Runden fahren kann und das dabei erklären kann. Und das zeige ich euch heute mal, und zwar auf der Nordschleife. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt. Also los geht's, Nordschleife, VLN-Variante ist die Strecke, GT3, AMG GT3 das Auto, weil somit könnt ihr das auf mehr oder weniger alle GT3s ummünzen, also übertragen. Ich bin in letzter Zeit relativ viel 911 Cup Auto gefahren, also den Porsche, ich muss auch meine ganzen Lizenzen machen, aber darum soll es nicht gehen. Vom Setup her habe ich ein leicht angepasstes Basis-Setup, aber es soll gar nicht um die Rundenzeit oder irgendwas gehen, sondern es soll einfach darum gehen, euch mal die Linie zu zeigen, euch mal die Gänge zu sagen. Darum geht's. Also, wir fangen jetzt mal direkt an hier. Geht's jetzt also hier Antoniusbuche, runter in den Tiergarten. Und dann anbremsen hier für die Hohenrhein-Schikane. Also, los geht's. Wie gesagt, achtet nicht auf die Rundenzeit bitte. Es wird wieder den einen oder anderen geben, der eh sagt, wie schnell oder wie langsam bist du denn unterwegs. Ja, es geht aber mehr einfach darum, um euch eine saubere Linie zu zeigen. Also, Ende Startziel. Ihr könnt im fünften Gang bleiben. Das ist gar kein Problem. Könnt ihr hier, wo die Linie nach außen kommt, wo die Linie diesen Knick macht, anbremsen, dann einlenken, innen in dieses Loch reinfallen. Erster Gang, da geht es hier über die Kuppe drüber, später Scheitelpunkt und dann versuchen früh ans Gas zu gehen. Geht es im dritten Gang hier runter. Und das ist das, was ich immer sage. Ihr versucht hier innen zu bleiben. Ich mache einen kleinen Short-Shift. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich habe einfach gemacht, um das Auto zu stabilisieren. Dann geht es hier Richtung Kurzanbindung. Zwei Scheitelpunkte fahre ich hier. Habt ihr gesehen, ich war innen, bin hier nach außen und jetzt wieder zum Schluss nach innen rein. Dritter Gang, innen hier über den Curb. Das sage ich jedes Mal. Fahrt ihr innen über den Curb drüber. Dann geht es hier nach außen. Schwung mitnehmen, früher ans Gas. War ich ein bisschen weit außen, hätte ich noch ein bisschen weiter nach innen reingekonnt, um noch mehr Schwung hier Richtung Hatzenbach, Warnbogen mit runterzunehmen. So, dann geht's vor zur NGK-Schikane. Da könnt ihr hinter 100 Meter bremsen mit dem GT3. Dritter Gang. Nach außen. Und ihr könnt auch außen bleiben. Die Kurve könnt ihr ruhig innen anbremsen, das ist überhaupt kein Problem. So, dann geht's hier hinter der Leitplanke, wird angebremst. Zweiter Gang bleibt und dann früh ans Gas, hier raus beschleunigen. Jetzt geht's runter Richtung Hatzenbach. Leicht vom Gas hier und wieder voll dran. Qualifying geht das Ding sogar voll. Dann jetzt, pass auf, fünfter Gang, jetzt einen Gang runter, lass rollen. Jetzt hier erst den dritten Gang und jetzt guck mal, ich bleib alles im dritten Gang. Ich fahre hier eine Linie, hier kurz anbremsen, nochmal kurz anbremsen und wieder voll ans Gas. Hier kann ich außen den Körper mitnehmen. Hochreichen, war ich ein bisschen spät dran, aber jetzt früh ans Gas, um den Schwung Richtung Viertelbacher Höhe mitzunehmen. Ihr habt es gesehen, ich bin alles im dritten Gang geblieben. Ihr müsst nur, könnt ihr euch komplett auf die saubere Linie konzentrieren. So, jetzt geht es hier über die Kuppe. Ich gehe vom Gas innen rein und wenn ihr innen am Körper seid, dann könnt ihr schon wieder voll dran auf den Pinsel. Fünfter Gang, dann müsst ihr nämlich hier oben auf der Kuppe in den sechsten schalten. Und dann geht es jetzt hier vor Richtung Schwedenkreuz. Über die Kuppe. Sprung. Ich gehe leicht vom Gas. Innen rein. Nicht zu spät reingehen. Und beim Asphaltwechsel jetzt. 1, 2, 3. Dritter Gang. Später Scheitelpunkt. Und früh ans Gas. Also, da aufpassen. Aremberg. Später Scheitelpunkt. Dritter Gang. Und beim Asphaltwechsel ungefähr könnt ihr bremsen. Dann geht es runter in die Fuchsröhre. Und jetzt Achtung. Fuchsröhre. Vollgas durch hier. Anbremsen. Fünfter Gang. Wieder voll ans Gas. Anbremsen, dritter Gang, wieder voll ans Gas, anbremsen, zweiter Gang und jetzt alles hier im zweiten Gang, die Curbs nicht mitnehmen, sonst versetzt das Auto zu sehr und dann im zweiten Gang raus beschleunigen. Also, wenn ihr durch die Fuchsröhre kommt, oben die links, fünfter Gang, dann die rechts im dritten und dann alles, der Rest im zweiten Gang. Jetzt geht es hier Richtung Metzgesfeld, ich bremse hier mal kurz an, ich will nicht abfliegen natürlich. Fünfter Gang, jetzt geht es runter in den dritten, ich fahre hier im dritten durch, da könnt ihr ein bisschen mehr Rollspeed mitnehmen. Jetzt geht es Richtung Kallenhardt. Dritter Gang bleibt. Zweiter Gang im Kallenhardt hier unten. Dann geht es in die Piff-Puff. Vierter Gang. Ich gehe vom Gas in die in diese Senke reinfallen lassen. Kurz anbremsen für die dreifach rechts.
Und dann voll raus beschleunigen. Hier runter Richtung Wehrseifen. Ein Gang runter, dritter Gang, zweiter Gang. Also ihr seht nicht beide Gänge vor der Kurve schon, sondern immer nacheinander. Früh ans Gas, runter Richtung Breitscheid. Anbremsen, vierter Gang, runter in den dritten. Hier nach außen, nicht auf den Körper außen, er zieht euch nach außen. Dann links bleiben, ich bremse jetzt hier nochmal an, bleib im dritten Gang und geh voll ans Gas. Um diesen besseren, wieder im dritten Gang, diesen besseren Rollspeed mitzunehmen. Gut, Niki Lauda Kurve, die geht voll, die geht locker voll. Anbremst ungefähr am Schild. Für Bergwerk. Uah. Das war knapp. Ich versuche halt so früh wie möglich ans Gas zu gehen, weil hier fahren wir alle gleich. Ich gebe Vollgas, ihr gebt Vollgas. Also versucht so viel wie möglich Schwung aus Bergwerk mitzunehmen. Bergwerk also im dritten Gang und einen späten Scheitelpunkt. Hier brauche ich nicht viel dazu sagen, deswegen kann ich noch darüber reden. Mutkurve. Fahrt die Mutkurve. Ich habe manche gesehen, die fahren die Mutkurve mittig an. Warum? Hier, nehmt von außen mit den Schwung. Wieso bin ich eigentlich, ich trottel im sechsten geblieben. Fünfter Gang natürlich, das habe ich erzählt. Fünfter Gang, Mutkurve von außen kommen. So, jetzt geht es über die Kuppe, die geht voll. Links, wo der Körper anfängt, da anfangen zu bremsen. Eins, zwei, drei. Bis in den zweiten Gang runter, nicht den Körper mitnehmen. Später Scheitelpunkt hier, damit ihr früher ans Gas gehen könnt. Da oben ist ein kleines Zeichen, wo der Marshallposten ist. 1, 2, 143. Da müsst ihr draufhalten. Dann fahrt ihr genau richtig rein. Und dann letzte Platte raus. Zweiter Gang, 143 geradeaus rein. Und dann in der letzten Platte raus. Die nächste hier Richtung Hohe 8. Die geht voll. Jetzt bleibe ich. Ich bleibe jetzt hier im vierten. Ne? Schalt hier in den dritten. Das mache ich auch in der Realität so. Bleib jetzt alles im dritten. Guckt mal. Ja. Das ist auch sogar mein Spotter, dass es gut ist. Vierter Gang. Geh leicht vom Gas. Anbremsen. Ich bleib alles im vierten Gang. Hier, Wippermann. Rechts über den Körb drüber. Jetzt anbremsen. Dritter Gang. Achtung, die Kurve macht zu hier oben. Anbremsen. Rechts geht's runter Richtung Brünnchen. Hier Eschbach. Innen bleiben. Brünnchen. In dieses Loch reinfallen lassen. Den Schwung wieder mitnehmen. Brünnchen 2. Genau das gleiche hier. Innen rein und dann außen die Strecke nutzen. Alles im dritten Gang. Ihr seht jetzt auch Eiskurve. Im dritten Gang. Über die Kuppe. Ihr könnt da rechts den Körb mitnehmen. Das ist kein Problem. Und dann geht es jetzt hier Richtung Pflanzgarten. Fünfter Gang. Anbremsen. Vierter Gang und wieder voll auf den Pinsel. Ah, so ein bisschen untersteuern jetzt hier. Uah. Den Körb nicht mitnehmen. Jetzt geht es ja voll über die Kuppe. Normalerweise vor dem großen Sprunghügel. Shortshift in 5. Stefan Belloff S. Alles voll durch hier. Sechster Gang. Rechts, wo die Leitplanke anfängt. Da anbremsen. Zwei Gänge runter. Vierten Gang. Innen. Ich fahre hier die Kurve innen an. Schwalbenschwanz. Dritter Gang. Anbremsen fürs kleine Karussell. Zweiter Gang. Vierter und jetzt bleibe ich im vierten. Nehme den Schwung mit, komme von außen. Gehe nochmal leicht vom Gas und dann den Schwung mitnehmen im vierten Gang. Und jetzt geht es wieder auf die Döttinger Höhe raus. Ihr seht also, lasst mehr rollen, lasst mehr den höheren Gang drin. Ich weiß, man kann das Auto besser drehen im niedrigen Gang, das ist mir komplett klar. Aber ihr habt mehr Rollspeed, ihr rollt schneller durch die Kurve durch, wenn ihr im höheren Gang seid. So, ich bleibe immer links hier. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Also ihr könnt natürlich auch in der Mitte fahren. Ich bleibe aber auf der Döttinger Höhe immer links. 263 km/h, weil der Speed im Dashboard, das ist nicht der richtige, sondern links der unten, das ist der GPS-Speed. So geht es jetzt hier wieder runter, Tiergarten. Und hier links, voll, alles noch voll. Und jetzt fangt ihr an zu bremsen. Wenn rechts der Körb aufhört, runter in den zweiten Gang. Ich nehme hier nicht den Körb mit. Und dann geht's auf Start und Ziel drauf. Und ihr habt die Runde geschafft. Und wenn ihr das so ein bisschen trainiert und fahrt, dann glaube ich, seid ihr ganz gut unterwegs. 7,57. Für einfach mal eine Runde fahren ist es okay. Es geht noch schneller, ganz klar. Aber ich glaube, war ganz okay. Also 7 Minuten 57 war also die Zeit, aber die ist ja komplett wurscht. Also habe ich ja gesagt, ich bin gar nicht schnell gefahren oder irgendwas, sondern ich wollte euch die Linie zeigen
und habe auch kein Setup eingestellt und so weiter. Aber ist auch komplett wurscht. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen, dass ich mal die Strecke erklärt habe und nicht immer nur eure Runden bewerte. Und wenn ihr das cool fandet, dann gebt einen Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mehr davon machen soll und wenn ich mehr machen soll, was für Strecken ihr euch wünscht. Haben wir mal natürlich mit einer der geilsten Strecken angefangen, mit der Nordschleife. Aber wie gesagt, ich bin ganz gespannt, was ihr von diesem Video haltet und ja, ich hoffe, es gibt viele Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss.